Hallo zusammen und willkommen zurück zu Deadpool. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab Bock auf Geschnetzeltes. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einfach mal direkt wacker Wuchs weiter. Wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ja, was gibt's Neues zu erzählen? Gar nicht mal so viel, denn die letzte Aufnahme ist gar nicht mal so lange her. Aber was ich jetzt einfach mal erhoffe, ist, dass das Spiel auch endlich mal sein Ende nimmt. So böse das klingt, aber auf Dauer einfaches Hack and Slay ist dann halt doch nicht so das Wahre. So. Oh, it's our favorite mutt. He found our boot. Good boy. And there he goes. This is the part where I kick your ass. Und smack that. Ja, was sind das? Also es kommt mir schon wieder so vor, als wären das schon wieder unterschiedliche Gegnertypen. Ja, was? Was kann man zu dem Spiel noch sagen? Ich denke mal, alles ist gesagt. Im Grunde zumindest. Und wir nähern uns dem Ende. Also so viel sei gesagt. So viel dürfte es gar nicht mehr sein. Der eine sagt, Gott sei Dank. Der andere sagt, gib mir mehr davon. Ich gehöre dann doch eher zu der Variante, Gott sei Dank. Und das ohne es böse zu meinen. Aber auf Dauer geht das einfach. Da bin ich. Fühle mich so ein bisschen wie... Boah, wer war das von den Turtles? Ich glaube Raphael, oder? War das Raphael, der auch so Waffen hatte? Die Art von Waffe? Was haben sie denn jetzt? Attacke, Lady. Ich finde das unfair, wenn mehrere Leute hier auf mich schießen, während ich mich mit einer Lady unterhalte. Oh. Das finde ich... Und dann auch noch hier so feige, einer auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. So, Mädels. Ey! Komm ich nicht mehr rechtzeitig wegporten. I deserved. Ja, ja, I deserve better. Shut up! Das Einzige, was du verdient hast, ist, endlich Sinister zu töten und raus aus der PlayStation zu fliegen. Das hast du verdient. So, ja, diesmal haben wir mal den Gegner auf sehr weite Entfernung zerstört. Das sind einfach zu viele. Deutlich zu viele. Das kann ich so. Das kann ich so nicht unterstützen. Wir werfen mal eine Granate. Boom! Hat jetzt gar nicht mal so viel gebracht, wie ich erwartet hatte. Dem einen schießen wir ins Bein, der andere guckt sich das Ganze doof an. Gut, zwei werden davon schon mal weg. Und 35 Schuss haben wir immer noch. Ja, ich denke mal, dieses Aufpowern der Waffen, also dieser Waffe, hat sich gelohnt. Sorry an euch, dass ich wirklich nur mit der Pistole unterwegs war, aber irgendwie, ich hatte nicht so das Bedürfnis, noch eine weitere Waffe zu kaufen. Vielleicht mal in einem anderen Jahrhundert nicht nochmal spielen werde. Oh joy! Ooh, ooh, there's a ton of bad guys in that room ahead of us. Oh je. Hell of a thing, killing a man. Take away all he's got and all he's ever gonna have. You're totally breaching this door and killing everyone inside, aren't we? Yep. Time for some shameless cross promotion. Player! Cue that!
Wie geil! Nein! Cross-Promotion at its best. Absolut großartig. Ja, wenn sie etwas können, dann sowas. Ordentlich geklaut hier. Aber ist nicht schlimm, war lustig. Wenn vieles andere schon nicht lustig war, dann wenigstens das hier. Ach ja. Ja, wegen den ganzen Anspielungen muss man eigentlich dieses Spiel mal gespielt haben. Kann man hier hoch? Kann man da hoch? Sprach es und starb. Also wie das aussieht, eher nicht. Wahrscheinlich kommen wir da gleich hoch. Ja, da hinten sehe ich doch schon eine Treppe. Wir gucken trotzdem einfach alles nochmal ab. Mal ein bisschen auschecken hier das Ganze. Wir wollen ja nichts verpassen. Im Grunde wollen wir es nur noch schnell hinter uns bringen, aber... Ja. Zeige den X-Men, wie es gemacht wird. Naja, dann machen wir das mal. Was ist das denn? Okay, wir haben hier... Wir sitzen auf einem Fahrrad. Mit einer Klingel. Das nennt ihr einen Stabilisator. Carpool Lane, Buddy. Seated and comfy. Advanced Propulsion Systems online. Oh oh. Of course, we need fuel. Once this baby hits 69.9 miles per hour. Und ab dafür und zurück in die Zukunft. Ob wir jetzt auf Maestro treffen? Damit meinte ich jetzt eigentlich Cable. Oder ob wir direkt... Ah, okay. Oh my God, what's that over there? Tschüss. What were you doing over there? Just a little surprise for our player. Oh, hell yeah. Gucken, was jetzt kommt. Wir sind auf jeden Fall mal voll in unserem Element. Bunch of chumps. You see the look on the ex-chumps' faces? Maybe we should wait for them? What? No way! We're taking Sinister down ourselves. This is our game! Holy crap! Okay. Dann begeben wir uns doch mal in die Zitadelle. Screw that. We do
Dass der immer so viel aushält, da muss man ordentlich nachladen für. Und ordentlich Munition haben, die wir bestimmt nicht für die nächsten 20 Kämpfe davon. Wo? Da. Nehmen wir den nächsten auch gleich mit. In der Hoffnung, dass die Munition hält. Oh. Wird eng. Ah, gerade so. Zwei Schuss haben wir noch. Einen habe ich noch. Hey, hallo. Die Blumen-Group möchte auch nochmal Ärger. Ich freue mich ja immer, mit euch Bekanntschaft zu machen. Ihr wart mir die Liebsten. Boah, da muss man ja aufpassen. Dass man hier jetzt nicht... This is the part where I kick your ass. So, wo sind wir denn daheim? Da wollte ich sagen, jetzt schleichen wir uns mal von hinten an, aber da kommen die Nächsten. Und die Party wollen wir natürlich miterleben hier. Kann mir keiner sagen, dass er das ohne uns abfeiern möchte. Sudli. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Ammunition. Ein bisschen Munition hat uns noch nie geschadet. Wir sammeln hier mal noch ein bisschen was ein und gucken zwischenzeitlich nochmal schnell, was wir kaufen können. Vielleicht brauchen wir es ja. Da brauchen wir noch ein bisschen. Da brauchen wir noch so ein ganz klein bisschen. Was machen wir hier? Waffen haben wir alle. Kugeln. Mal hier. Machen wir hier noch den und dann würde ich fast sagen, was machen wir denn hier? Okay, nee, also wir verbessern einfach nochmal einmal. Ich finde 10 Sekunden lang unbesiegbar klingt gar nicht mal so verkehrt. Drum stehe ich hier und singe, bla 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 bla. Da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Was schade ist, deswegen... Attacke! Hallo, Ladies! Viel mehr seid ihr nicht. Ah, okay. Da haben wir den neuen Move mal gesehen. Ah, diesmal konnte ich ihn nicht einsetzen. Gerade eben gekauft und schon benutzt. Na, schau mal einer. Yoink! Keep moving to the Citadel. Immer mit der Ruhe. Das Spiel hat schon lange genug gedauert und jetzt willst du uns hier... That's quite a maze. A maze for the player. Don't screw this up. It's a long drop down. The fuck? Irgendwie ein sehr merkwürdiges. Ich glaube auch nicht, dass wir mit der Munition den hier legen werden. Obwohl, doch, den hier werden wir auf jeden Fall noch legen. Wenn hier aber jetzt noch einer kommt, haben wir ein kleines Problem. Okay, das ist, ach, da. Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht ein bisschen weit. Tschüss, Jungs. Ja, das, war ein böses Ende. Bum, 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 tja. Oh ja, also die Special Moves, die gefallen mir sehr gut. Auch schon die beim Anschleichen vorhanden sind. Whoop. Whoop. Wir ignorieren jetzt einfach mal, dass wir wahrscheinlich jetzt gleich ja, von da oben abgeknallt werden. Denn im Grunde müssen wir doch dahin. Und da porten wir uns direkt zu ihm. Oh, oh.